Guten Morgen, hier ist Kaviar Sportwetten. Ich präsentiere euch mal meine Tipps zum Wochenende. Ja, ich würde sagen, kurz und knapp, wir starten einfach mal los. Wir haben hier in der Telegram-Gruppe einmal eine Kombi gespielt auf den Sieg von Liverpool gegen Brighton. Genau, also Sieg Liverpool. Und in die Kombi haben wir noch reingepackt, dritte Liga Türkgücü München gegen Magdeburg. Sieg Magdeburg, die Quote ist allerdings jetzt nur bei 1,4. Heute Morgen war sie noch bei 1,5 und Liverpool war auch bei 1,5. Ihr müsst mal gucken, es gibt bestimmt noch einen Buchmacher, wo die Quoten ein bisschen besser sind. Und wie gesagt, die beiden in eine Kombi und mit einer Einheit angespielt. Das ist mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp. Muss ich gerade mal überlegen, was war denn der zweite Tipp, was wir in der Telegram-Gruppe gespielt haben? Ah, jetzt fällt es mir ein. Also auch nochmal dritte Liga. Da gucken wir mal, ob die Quoten gesunken sind oder noch genauso sind. Da sind wir auf das Head-to-Head von Waldhof Mannheim gegangen. Hier. Also Asian Handicap 0 oder Head-to-Head oder Draw-No-Bet, wie das alles heißt. Wo ist das hier? Genau, 1,76. Die Quote finde ich richtig stark. Fair, die letzten Spiele, also wer sich die angeschaut hat oder zumindest die Zusammenfassung, wir sehen Fair, ja, also die geben sich Mühe, die geben Gas, und aber da ist einfach nicht mehr drin, weil die Qualität fehlt. Und Waldhof Mannheim ist auch manchmal irgendwie komisch. Die spielen ein Spiel irgendwie überragend, wo du denkst, okay, die müssen aufsteigen, und das nächste Spiel ist wieder gerade das Gegenteil. Und aber ich gehe jetzt davon aus, weil Waldhof Mannheim muss auf jeden Fall punkten, also wenigstens nicht verlieren. Und gegen Fair muss das auf jeden Fall drin sein, Unentschieden oder Sieg Waldhof Mannheim. Deswegen dieses Draw No Bet, da haben wir das Unentschieden abgesichert. Aber ich gehe davon aus, dass Mannheim das gewinnen wird. Und dann habe ich in der ersten Bundesliga noch ein Spiel im Auge, aber das ist so ein bisschen Risiko, würde ich sagen, zwischen Union Berlin und Stuttgart. Stuttgart spielt eigentlich einen guten Fußball, also mir gefällt es. Also die letzten Spiele waren so ein bisschen unglücklich, jetzt haben sie gegen Gladbach 0-2 aufgeholt. Und da auf die Doppelchance Stuttgart, also ich bin noch am Überlegen, ich schaue mir das jetzt live an später. Und wenn ich merke, Stuttgart ist gut im Spiel drin, dann gehe ich auf jeden Fall auf die doppelte Chance Stuttgart. Union Berlin jetzt auch nicht so überzeugend die letzten Spiele. Deswegen Doppelchance. Wie gesagt, wenn ihr mögt, der Link in der, für die Telegram-Gruppe ist hier unten in der Videobeschreibung. Besucht uns gern mal. Wir können noch ein paar Mitglieder gebrauchen. Sind, glaube ich, gerade mal 5 oder 6. Und in diesem Sinne, schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.